mit der Luisa die FiO2 zu messen, müssen wir zunächst die Sauerstoffzelle, die FiO2-Zelle, einbauen. Die Zelle kommt zusammen mit dem weißen Halter für die Zelle. Die schrauben wir ein, das habe ich hier schon mal vorbereitet. Dann drehen wir das Gerät auf die Displayseite und entfernen mit einem Kreuzschraubendreher die Abdeckung. Entnehmen den schwarzen Verschlussstopfen, stecken das Kabel auf den Sensor und dann den Sensor mit dem Sensorhalter, der Pfeil zeigt dabei in Richtung des Explorationsmoduls, setzen wir dann hier ein, drücken es hier runter, bis es einrastet und setzen dann die Abdeckung wieder oben drauf. Jetzt muss die FiO2-Zelle kalibriert werden. Dazu gehen wir ins System, auf FiO2-Zelle kalibrieren. Die Zelle wird immer bei 21% kalibriert. Das heißt, zunächst müssen wir die Sauerstoffzufuhr entfernen und drücken dann OK. Auf der linken Seite sehen wir, in welcher Phase der Kalibrierung wir uns gerade befinden. Die FiO2-Zelle ist nun kalibriert und muss nur noch aktiviert werden. Zunächst schließen wir den Sauerstoff jetzt wieder ans Gerät an und dann gehen wir auf FiO2-Zelle im Systemmenü, aktivieren und bestätigen die Auswahl und unser gemessener FiO2-Wert wird im Display angezeigt.